Vor allem, weil ich auch keine Facecam habe. Die könnte vielleicht noch so ein bisschen zur Belustigung führen, aber ist mir leider nicht möglich gewesen, das so schnell hier einzurichten. Tja. Somit müsst ihr leider euch lediglich einmal im Gelaber ergötzen oder so. Boneyard, ich weiß nicht, ist das. Oh mein Gott. Ich habe schon so lange kein Big Team Battle mehr gespielt. Immer wenn ich Big Team Battle in Halo Reach spiele. Also ich meine, ich finde ja immer noch, dass. Ich muss gleich niesen. Please stand by. Ah, tut mir leid. Ich finde ja immer noch, dass Halo Reach das beste Big Team Battle Spiel ist von allen Halos zusammen. Also mir macht das zumindest am meisten Spaß in BTB. Es ergibt sich nur folgendes Problem. Also erstmal sollte ich vielleicht erläutern, warum meine ich, dass Reach am meisten Fun macht. Erachtens die perfekte Fahrphysik. Es ist jetzt nicht so wie man kann ja eigentlich eine stetige Entwicklung beobachten. Halo 1, die Fahrphysik war gut, manche mögen sie, ich fand sie gelinde gesagt schrecklich. Du fährst irgendeine Kante an und fliegst erst mal 3 Meter, weil der Warthog ungefähr einen halben Gramm wiegt. Dann Halo 2 habe ich nicht gespielt. Halo 3 ist der Warthog immer noch sehr leicht, aber er ist schon mal ein bisschen bodenverbundener. Und apropos Warthog. Und in Halo 4 ist es dann mittlerweile so, dass der Warthog doch recht gut. Oh fuck, 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 schieß den Panzer doch nicht an! Ah, so ein. Ah, egal. Ist eigentlich Andy überhaupt noch drin? Ja, ist er. Und in Halo. Autsch. Und in Halo 4 ist es dann jetzt mittlerweile so, dass der Warthog eine wirklich sehr bodenständige Physik hat. Aber perfekt fand ich's, danke sehr. Perfekt fand ich's in Reach, weil ich fand, da war es eben genau die gute Mischung zwischen, hey, ich flieg 30 Meter und ich bapp auf dem Boden wie ein Kaugummi. Und deswegen mag ich erstmal dahingehend Reach schon am meisten. Zweitens hatte Reach einfach immer noch die beste Forge. Also, die Halo 4 Forge ist schon nicht schlecht, aber sie kommt nicht an die Reach Forge ran. Da scheiße ist. Ich hatte doch einen Granatwerfer. Wieso habe ich mich einfach umgedreht und ihn tot entpeed? Ey, ich bin auch so subintelligent. Ja, viele mögen mir da jetzt vielleicht widersprechen, aber na gut. Dann fand ich, dass Reach auch noch einen weiteren Vorteil hatte gegenüber anderen Halos im Big Team Battle, nämlich die DMA. Die DMA war hier, nämlich dadurch, dass sie ihren Blumen hatte, auf Entfernung nicht so nervig wie in Halo 4. In Halo 4 hat sie ja zwar auch Blumen, aber der Blumen ist so gering, dass man ihn eigentlich vernachlässigen kann. Und dadurch ergibt sich folgendes Problem. Irgendwer sitzt sonst wo auf der Map und schießt dich ab. Haha, sehr lustig. Das Problem gab es in Halo 3 einfach nicht, weil der Zoom von der BA nicht ansatzweise so stark ist wie der von wie der Zoom von der DMA. Das habe ich's. Jedoch hat es Halo 3 wieder andere Probleme gehabt, wie dass die Maps meines Erachtens einfach nicht ganz so cool war und dass die Fahrphysik nicht so überzeugend war und dass man halt einfach nicht so coole Schmiedemaps hatte und alles, weil die Schmiede einfach an sich nicht so gut war. Und generell muss man sagen, Halo Reach war der Höhepunkt der Customization. Ich versuche mal. Oh mein Gott! Jetzt geht doch mal da weg, Jungs. Der Möglichkeiten, was du alles als wie du das Spiel halt verändern kannst, die ganzen Spieloptionen, die du hattest, finde ich, hatte Halo 4, Halo Reach immer noch die besten Einstellungen für alles. Oh shit. War es ja in Halo 4 wieder zurückgegangen ist. Dazu werde ich mich, glaube ich, vielleicht dann noch äußern. Und deswegen macht mir das da eben am meisten Spaß. Aber natürlich wäre Halo Reach meines Erachtens auch immer noch besser, wenn es nicht die DMA gegeben hätte, sondern die BA bereits.
Weil ich auch folgendes Problem mit Reach habe. Nämlich, dass man... Scheiße, da ist der Ghost. Kerl schießt auf den Ghost, bevor er uns abschießt. Folgendes Problem habe, nämlich, dass es immer noch möglich ist, einen von unendlichen Entfernungen aus anzuschießen. Und wie gesagt, Halo Reach ist eigentlich immer das Spiel, das ich am liebsten in Victim Battle spiele, aber hier ist auch schon wieder das Wörtchen eigentlich, weil die letzten Spiele, die ich Reach gespielt habe, Victim Battle, zusammen mit dem Ishma, immer darin geendet sind, dass irgendwer sich bei Blood Gulch oder wie heißt Hemorrhage oder Hemorrhage, wie ich gerne sage, zu sagen pflege, sich auf irgendeine scheiß Kante campt, dort mit dem Sniper dann oben chillt und meint, einen abballern zu müssen. Wenn seine Sniper-Muni aus ist, dann croucht er, damit er, also duckt er sich, damit er eine höhere Genauigkeit hat. Und dann fühlt er sich sehr lustig, indem er einen mit der scheiß DMA von sonst wo anschießt. Und ich meine, in Halo 4 ist es noch viel schlimmer, aber in Reach gibt es das eben auch schon. Und das ist einfach ultimativ nervig. Ja. Und deswegen waren meine letzteren Reach-Matches eigentlich nicht mehr so cool. Was eben hauptsächlich daran liegt, dass die Leute, die Reach noch spielen, eben die ultimativen Reach-Verfechter sind. Und somit natürlich auch die, also größtenteils zumindest, es gibt natürlich auch noch welche, die haben das Game gerade irgendwie neu bekommen, weil... Weiß auch nicht warum. Und somit ergibt, ja, und somit ergibt sich das Problem, dass die halt diese ganzen Glitch-Verstecke schon kennen und dann da oben irgendwie rumhocken und ihre 50:1 Geschichten ziehen und sich dann sehr lustig fühlen. Das ist halt hauptsächlich verdammt nervig. Wenn man denn selbst einfach mal ganz normal Big Team Battle spielen möchte und einem dann die Möglichkeit dadurch genommen wird. Ach komm schon, ehrlich jetzt. Wirklich dein Ernst? Ja, Armorlock ist auch so noch so eine Sache. Egal, die Schwächen von Reach dürften ja schon in genügend Videos erläutert worden sein. Der Herr war sehr verwirrt, glaube ich. Also hauptsächlich, dass er nicht einen einzigen Schuss abgegeben hat und dann nach fünfminütiger Entscheidung sich dazu entschlossen hat, eine Granate in Richtung mich zu bewegen. Ja, aber egal, ist einmal so dahingestellt. Vielleicht war er auch einfach nur viel zu hoch für mich. Das kann natürlich auch sein. Was natürlich sehr praktisch war, wo ich gerade eben vorhin noch von den Big Team Battle Over Pros geredet habe. Dann kommt der Herr und widerlegt meine These, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Heißt es doch zumindest immer, dachte ich. Und somit glaube ich, werdet ihr mir schon vertrauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, der ist AFK, oder? Dann töte ich ihn ja eigentlich nicht, aber jetzt ist er schon da und so wie ich die Leute kenne, werden sie genau, wenn man sie ignoriert, dann plötzlich nicht mehr AFK und fühlen sich dann sehr lustig, weil sie sich dann von hinten anschießen, weil man an ihnen vorbeigegangen ist. Normalerweise lasse ich die Leute eigentlich immer leben. Ja, ich komme doch schon, Andy, ich komme doch schon. Fail. So. Ja. Aber hier macht Reach eben gerade wieder ziemlich viel Spaß. Vor allem eines meiner Lieblingsfahrzeuge, von denen ich einfach nicht verstehe, warum es sie in Halo 4 nicht mehr gibt. Und die ich in Reach so mega geil fand. Und das war einfach mal der Falcon. Der Falcon ist so cool. Also ich bezeichne mich ja selbst als Falcon Pro-Pilot. Gut, mittlerweile sind meine Skills, glaube ich, schon recht eingerostet. Aber damals war ich echt wirklich mal nicht so schlecht, ja. Und oh shit, nein, ich sterbe, Andy, sorry. Ich hätte schneller wegfahren müssen. Ich dachte, ich wollte unbedingt den Kerl zu einem Armorlock bekommen. Wo ist er gespawnt? Da hinten. Ja, ich komme auch schon, Ich muss nur außen rumfahren irgendwie. Wo ist er jetzt? Da hinten ist er gespawnt. Fuck. Fail. Muss hier durch. Ah! Was ist... Ah, okay. Ich sehe schon. Worauf er hinaus will. Warte auf mich. Andy, nein! Ich will in deine... Dings da. Genau. Ja. Oh, Bullshit. Was war das denn hier gerade? Hier ist irgendwie rausgegangen. Zumindest sah es auf der Minimap so aus. Aber der scheint wohl auch vielleicht gestorben zu sein. Oder auch nicht so viele Leute. Kann ich sogar auch was kriegen? Doppelter? Oh, schade. Oh, Bullshit. Jetzt wird es langsam unbequem hier. Ja? Wir brennen schon so ein bisschen. Hinter uns ist jemand.
Andy, hinter uns? Nein, nicht. Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, und der Falcon war generell einfach diese... Ich hoffe... Also, ich habe ja mehrere Thesen, die Halo Reach als auch Halo 4 betreffen. Und zwar glaube ich, dass beide Spiele zu einem, also in einem Zeitdruck, unter großem Zeitdruck erschienen sind und deswegen so ihre Mankos hatten. Bei Halo Reach glaube ich, dass aus folgendem Grund und meines auch an folgenden Dingen abzulesen. Nummer 1, also Tatsache Nummer 1 ist, dass es Bungies Abschluss mit Halo war und den mussten sie bis da und da fertigstellen, weil dann stand das nächste Projekt an, nämlich Destiny. Und wo ist er hin? Da ist er. Komm schon. Ja. Genau. Und deswegen waren sie da unter Zeitdruck. Woran ich das meine zu erkennen, unter anderem ist einfach daran, dass zum Beispiel sämtliche Maps, sämtliche Anfangsmaps waren entnommen aus der Kampagne. Das ist hauptsächlich eine ziemlich schlechte Methode, aber auch eine ziemlich zeitsparende Methode. Und ich glaube, aus diesem Grund wurde das Ganze gewählt, weil es ist deutlich einfacher, einfach eine Map aus der What the fuck Kampagne zu entnehmen, anstatt komplett selbst eine neue zu erstellen. Und das ist, glaube ich, somit einer der Gründe, warum ich das eben ablese, dass Halo Reach unter Zeitdruck entstanden ist. Dann Halo 4. Halo 4 war ursprünglich, ja, ganz ursprünglich, wurde gemunkelt, dass es für die nächste Konsolengeneration kommt. Und ich glaube, das war auch der eigentliche Plan, bis man den irgendwann dann über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, nee, das ist zu lang. Und deswegen, glaube ich, waren die da unter Zeitdruck. Und weil zumindest kann ich mir anders nicht erklären, wie so viele offensichtliche Patzer passiert sind. Und deswegen hoffe ich auf Halo 5. Und mit ein bisschen Glück kommt jetzt eben auch noch dazwischen Halo 2, sodass sie wieder so wie bei Halo Anniversary so ein kleines Team haben, der sich um Halo 2 Anniversary kümmert, während das große Team dadurch, dass dann eben noch Halo 2 Anniversary kommt, einen größeren Zeitraum haben, um sich Halo 5 anzunehmen und das Ganze dann auch spielbar zu machen. Zumindest mehr spielbar als Halo 4 es momentan ist. Wobei Halo 4 auch nicht so schlecht ist, wie man immer tut, aber es ist bei weitem nicht das Beste. Genau. Oh, hier, Andy, 26-9. Krasser Shit. Tja, ich bin nur mit 12-8 vertreten, aber nun gut. Egal. Mit diesen Worten beende ich jetzt auch mein Video, bevor es noch eine ganze Stunde andauert und bevor wir das nächste Spiel gefunden haben. Ich werde das noch ein bisschen weiter mit Andy spielen und wünsche euch viel Spaß mit anderen, weiteren Videos. Alles, was ich gelabert habe und was wichtig ist, findet ihr in der Beschreibung. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Netzwerkprobleme. Verflucht!